So, zweiter Teil zu unserem Watershed. So heißt es. Wer genau wissen will, worum es geht, guckt sich den ersten Teil an. Den habe ich hier unten verlinkt. Die Dinger, die beiden fliegen hier, die schwimmen jetzt seit 24 Stunden. Und da hat sich gar nichts vollgesaugt. Ja, ich habe die gerade mal so ein bisschen zusammengeschoben, damit wir sie schön auf dem Bildschirm kriegen gemeinsam. Ich versuche es mal so ein bisschen mittiger zu machen wieder. So. Da ist kein öliger Film um die fliegen rum auf dem Wasser und sonst was. Alles in bester Ordnung. Und jetzt werden wir die mal noch ein bisschen belasten. Ich werde die jetzt mal so ein bisschen da unten durchs Wasser peitschen. So. Dazu mache ich die auf eine Arterienklemme. So. Machen wir mit der anderen gleich auch. Und dann hänge ich die mal an der Rute und peitsche die trocken. So. Jetzt will ich mir die hier auch noch schnappen. Na, willst du wohl? Ja. Jetzt, wenn die so durchgewühlt sind durchs Wasser, dann sind die natürlich voll mit Wasser. Hier, also da jetzt die gelbe. Warte, ich muss die andere Hand nehmen. Sonst bin ich im Licht. So, und die schrubben die auch schön über den Boden hier. So. Und jetzt hänge ich die mal schnell an die Rute und peitsche die trocken. Und dann bin ich wieder da. Erstmal noch kein Taschentuch oder nicht zum Abtrocknen. Nur einmal schnell trocken peitschen. So, einmal trocken gepeitscht mit der Rute. Das heißt genau genommen mit dem Stock, den ich hier zu Hause habe, wo ich ein Stück Schnur dran gebunden habe. 12 Mal. Und nichts abgetrocknet auf dem Zebra oder so. Der eine schwimmt schon, jetzt lassen wir die andere dazu fallen. Ja. Schwimmt. So. Was jetzt noch kommt, ist natürlich ein Langzeittest. Das Video kriegt er aber nicht morgen am Tag. Ja, da bin ich jetzt erstmal wirklich begeistert von. Der Langzeittest wird zeigen, wie sich das dann beim Fischen verhält, wenn man der Fisch drauf gebissen hat und wenn man es dann vielleicht mal abgetrocknet hat. Aber bis jetzt bin ich davon wirklich angetan. Na, wollen wir mal sehen. Was ich noch vergessen habe zu sagen beim letzten Mal, beim letzten Video, dass dieses Mittel, Watershed, das hier auch dazu geeignet ist, die Schnur und euer Vorfach schwimmend zu machen. Ja, damit wäre, glaube ich, alles gesagt. Viel Spaß beim Fischen, bis zum nächsten Mal. Ciao.